Sie war die kühle Blonde aus dem Norden, sang von Fernweh und vom Abschiednehmen, das auch ihr Leben prägte. Unruhe trieb sie und der Hunger nach Anerkennung als Künstlerin. Ganz einfache Texte konnte sie so interpretieren, dass da so eine Riesensehnsucht dahinter steckte, die die Menschen dann verstanden haben. Und sie rührte dann das Herz bei den Menschen und das hat ihr diese Millionen Verehrer gebracht. Unglaublich tolle Frau, muss ich sagen, in meinen Augen. Sie war überhaupt nicht überkandidelt. Ich weiß, dass ich für viele andere spreche, wenn ich sage, sie war einzigartig. Und Gott segne sie und die wunderbare Erinnerung, die so viele von uns bis heute an sie haben. Afrika-Feldzug 1941. An dieser Front wird Lale Andersen über Nacht berühmt, als Lili Marleen. Das sentimentale Lied wird zur inoffiziellen Hymne der deutschen und englischen Soldaten. Mit der Lale Andersen treffen die Herzen der Männer auf beiden Seiten der Front. It meant so much to the people, the soldiers who were there at that time. Es hat den Menschen, den Soldaten damals so viel bedeutet. Später haben Soldaten es von Marlene Dietrich und anderen gehört, aber es hatte nicht die gleiche Wirkung. Es ist ein populäres Lied, keine Frage, aber es hat den Menschen 1942 weit mehr bedeutet. Sie war eine außergewöhnliche Frau. Sie hatte eine schöne Stimme und sie konnte singen. Es gab auch Aufnahmen von Marlene Dietrich, aber sie konnte nicht so gut singen wie Lale Andersen. Anne Shelton hat die englische Version gesungen. Eine schöne Stimme zwar, aber da war etwas Mystisches an der Art, wie Lale das Lied gesungen hat. Lale war schon damals eine Legende, sowohl wegen ihrer Stimme als auch ihrer Persönlichkeit. Outside the barracks by the corner light. Lili Marleen wird zu ihrem Schicksalslied und zu ihrem Alter Ego. Das Lied macht Lale Andersen zu einer der bekanntesten Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts. Für Millionen Menschen wird sie immer das Mädchen unter der Laterne, die Soldatenbraut vor dem Kasernentor bleiben. Marleen, for you, Lili Marleen. 1905 wird sie in Bremerhaven an der Nordsee geboren, als Lieselotte Helene Bertha Bunnenberg. Kein Name, mit dem man Weltstar werden kann. Lieselotte besucht die höhere Töchterschule, verlässt sie jedoch mit 15. Die Mutter ist Hausfrau. Der Vater fährt als Schiffssteward zur See. Der Vorort Lehe, wo sie ihre Kindheit verbringt, liegt nahe am Hafen, wo die Schnelldampfer des norddeutschen Lloyd nach Amerika abfahren. Wo es nach Teer und Tang riecht und die Träume von der weiten Welt reifen, in die der Vater immer wieder auf Ozeanriesen entschwindet. Ich würde es eher als ein kleinbürgerliches Leben bezeichnen, das gekennzeichnet ist durch die Abwesenheit des Vaters, der eben berufsbedingt viel unterwegs ist, und durch eine starke Mutter, die die Dinge regeln muss. Lale Andersen hat das Optimale aus ihrem Leben gemacht. Und sehr, sehr früh hat sie gewusst, ich muss auf der Bühne stehen, ich muss singen. Und diesen Weg ist sie gegangen, manchmal ohne rechts und links zu schauen. Also das ist auch ihre Härte. Aber diesen Weg musste sie gehen.
in Bremerhaven auf dem Weserdeich, wo Dampfer fahren über'm großen Teich. Da trafen sich zum ersten Mal die beiden, sie mochten sich gleich furchtbar gerne leiden. Doch zunächst scheint sie das Frauenschicksal ihrer Zeit zu teilen, wenn ihre Wahl auch auf einen unkonventionellen Mann fällt. In Bremerhaven eröffnet der Künstler Paul Ernst Wilke ein Atelierhaus. Nach seiner akademischen Ausbildung in Berlin und Studienreisen nach Italien lässt er sich in seiner Heimatstadt Bremerhaven als freier Landschaftsmaler nieder. Lieselotte lernt ihn mit 17 Jahren kennen. 3 Monate später heiraten sie. Paul Ernst Wilke war wesentlich älter und man könnte sagen, ein Mann, der schon mit beiden Beinen im Berufsleben stand. Und sie war knapp 17, also ein junges, hübsches Mädchen, aufgeweckt, humorvoll, selbstbewusst, aber eben ganz unerfahren. Paul Ernst Wilke hat Erfolg als Künstler und ist viel auf Reisen. Mit 19 bekommt Lieselotte ihren ersten Sohn Björn. Es folgen Tochter Litta und Sohn Michael. Doch dem Leben als Hausfrau und Mutter, das sie nicht ausfüllt, entflieht sie oft. Sie saß auch immer in einem Café, abends spät, wo die ganzen Künstler aus dem Theater kamen in Bremen. Und die Kinder schrien zu Hause, die Mann da war, der es auf die achtete. Ja. Und ich habe daran tatsächlich auch geglaubt, sie war eine Besessene. Man darf niemals sagen, sie war eine schlechte Mutter. Und das war sie nicht. Sie war überhaupt gar, sie hatte gar keine Begabung dafür. Fernweh, mein Herz hat Fernweh nach einer großen, schönen Welt. Sie fühlt sich zur Künstlerin berufen. 6 Wochen nach der Geburt des dritten Kindes verlässt sie die Familie und geht 1929 nach Berlin. Die Söhne wachsen bei den Großeltern und später in Heimen auf. Die Tochter bei ihrer kinderlosen Schwester, die sie wie ihr eigenes Kind annimmt. Erst Jahre später erfährt Litta, wer ihre leibliche Mutter ist. Könnte ich mir vorstellen, dass sie gesagt hat, okay, ich will hier raus, ich muss weg, ich will Karriere machen. Da gibt es ja auch kein Zurück. Also ganz klar, da beißt man die Zähne zusammen und ich bin ganz sicher, dass es öfter der Fall war. Und nicht ein Ziel, eine Richtung, fertig. Und das war schon der richtige Entschluss, weil in den 20er, 30er Jahren war Berlin das absolute Mekka. Das war die Stadt, um Karriere zu machen. Mein Herz hat Fernweh. Sie hatte nichts gelernt. Sie hatte weder sprechen gelernt, doch sie konnte gar nichts. Sie konnte sich nicht bewegen, gar nichts. Sie war ein... Ja, nicht einmal eine Anfängerin, sondern sie war überhaupt gar nichts. Nicht wahr? Sie hoffte eben auf das Wunder, dass sie irgendwie, damals gab es das noch, entdeckt wurde. Sie hat Rollen einstudiert, sie hat sich vorgesprochen. Sie ist an alle die Orte und kleinen Kabarets und Kneipen, die es damals gab, wo Künstler verkehrten. Da hat sie sich aufgehalten, um Leute kennenzulernen und um kleine Auftritte zu bekommen. Und das ist ihr dann ja auch gelungen nach 2 Jahren. Im Berliner Groschenkeller hat sie 1931 ihren ersten Auftritt. Der Chef des berühmten Kabaretts der Komiker Willi Schäffers gibt ihr eine Chance. Wo so rauskommen sollte, trat er vor diesen kleinen Bühnenvorhang und sagte, ja, jetzt käme eine, die hätte schon immer wochenlang gebettelt, ob sie nicht mal hier auch so ein bisschen das, ja, was sie denn könnte, ja, Matrosenlieder, so Seelieder. Mein Gott, hätte er gedacht, wie entsetzlich, nicht? Passt ja überhaupt gar nicht rein, ein literarisches Kabarett. Sie war die kühle, herbe Blonde aus dem Norden. Sie hatte einen ganz schicken Matrosenanzug an. Sie wurde als die Nordsee persönlich vorgestellt. Sie wurde angekündigt als die Nordseekrabbe. Als eine Frau, die frech auf einen Flügel sprang und ihr Seemannslied sang. Wir segeln Nordwestleucht um roter Sand. Ich komm grad von Muttern zu Haus. Hab mich übergeben mit Herz und Hand. Die Seele ging beinahe mit raus. Die Berliner, die Reizenden, Intelligenten, haben geklatscht, bevor sie überhaupt einen Ton sagten. Und von dem Moment an gehörte sie zum Groschenkeller. Zumindest mal einen Monat. Und das war ihr Start. Ihr neues Leben als Künstlerin hat begonnen. Doch sie hält auch Kontakt zu ihren Kindern.
Sie war leidenschaftliche Schreiberin. Also wenn ich einen Brief geschrieben habe, dann habe ich am nächsten Tag oder spätestens einen Tag später Antwort gehabt. Das war gar nicht mal, dass die Briefe lang sein mussten, aber ich habe mir gewusst, meine Mutter ist in dem Fall brieflich jederzeit für mich erreichbar. Das Erste, was sie mir dann geschenkt hat irgendwann einmal, war ein Stempel, der stand auf Porto zahlt Empfänger. Dann sagt sie, wenn du keine Briefmarken hast, dann knallst du bitte den Stempel drauf. Dann nehme ich den Brief an. Sie hat mir auch immer geschrieben, was nicht gerade ihre Stärke war, aber doch, das hat sie immer gemacht, immer drauf eingegangen, auch auf die Post, meistens nicht sehr ausführliche Briefe, weil dazu wirklich die Zeit nicht da war. Was schwierig war oder was es kaum gab, weil das sehr, sehr teuer war vor dem Krieg, war das Telefonieren. Ich lebte bei meiner Großmutter in Bremerhaven. Und es war ganz, ganz selten, dass sie also mal anrufen konnte. Aber ich habe das auch nicht vermisst in dem Sinne. Wenn ich mal zwei, drei Tage keine Post bekommen hätte, das wäre für mich schlimmer gewesen als irgendwas anderes. Unten am Hafen, da liegt das Schiff, das meinem Liebsten gehört. Als Liselott Wilke hat sie Erfolg mit ihren Matrosenliedern, aber auch mit Texten von Ringelnatz, Tucholsky und Brecht. Die Kritiken, die sie akribisch sammelt, bescheinigen ihr eine besondere Art des Sprechgesangs. Liselott aus Bremerhaven, die sich alles selber fleißig erarbeitet, fühlt sich auf dem richtigen Weg. 1931 wird sie per Urkunde von Paul Ernst Wilke geschieden. Sie erobert als Nachwuchskünstlerin Kabarettbühnen in ganz Deutschland und kommt nach Zürich. Hier begegnet sie der großen Liebe ihres Lebens. Rolf Liebermann, der spätere Operndirektor, ist da noch ein unbekannter Komponist. Lale Andersen, die damals Liselott Wilke hieß, als ich sie kannte, im Brecht-Ensemble war, dann nach Zürich kam und die mich zum ersten Mal mit mich Bürgersohn aus Zürich, mit Mehring, mit Tucholsky, mit der ganzen deutschen antifaschistischen Literatur vertraut und bekannt machte durch ihre Chansons. Sie sind jung, als ambitionierte Künstler ständig in Geldnöten, aber glücklich verliebt. Rolf Liebermann macht ihr Heiratsanträge, doch Liselotte lehnt ab. Sie weiß nicht, wie sie ihren Beruf, die Sorge um ihre Kinder und eine neue Ehe miteinander vereinbaren soll. Zudem wird sie gewarnt, was es in diesen Zeiten heißt, mit einem Juden verheiratet zu sein. Es ist das Jahr 1933. In Deutschland hat Hitler die Macht übernommen. Bert Brecht, Kurt Weill, Erich Kästner und Friedrich Holländer, denen Liselotte Wilke in den politisch-literarischen Kabaretts Berlins begegnet ist, deren Texte und Chansons sie interpretiert, sie werden verboten und verfolgt. Immer mehr Schauspielfreunde, die wegen ihrer politischen Einstellung oder ihrer jüdischen Herkunft in Deutschland nicht mehr auftreten können, kommen nach Zürich. Das Schauspielhaus unter der Leitung von Kurt Hirschfeld, auch er ist Jude, wird zum Auffangbecken der Verfolgten, einem Hort der Liberalität und künstlerischen Freiheit. Ich nehme mal an, also laut Ihren Tagebuchaussagen, dass es eine wahrscheinlich eine ganz lustige Clique war mit denselben Interessen, auch weil es ja hauptsächlich jüdische Künstler waren, die aus Berlin weggegangen sind, aus den nicht unbekannten Gründen und in der Schweiz versucht haben, Fuß zu fassen, zu arbeiten. Und es war ja, Gott sei Dank, das Zürcher Schauspielhaus dafür ein absolut ideales Wirkungsfeld, weil die fast alle auf der Bühne im Schauspielhaus standen. 1935 endet ihr Engagement am Schauspielhaus. Die Fremdenpolizei weist sie aus der Schweiz aus. Sie wird Rolf Liebermann erst nach Kriegsende wiedersehen. Liselotte Wilke legt sich den Künstlernamen Lale Andersen zu. In München kann sie in der traditionsreichen Künstlerkneipe Simplicissimus auftreten. Wieder trifft sie auf Gleichgesinnte, blüht in der Schwabinger Clique auf und kann die nationalsozialistische Bedrohung noch eine Zeit lang verdrängen. Unter dem Motto »Vertonte Lyrik« stellt sie ein eigenes Chansonprogramm zusammen. Darunter auch das Lied eines jungen Wachtpostens von Hans Leib. Der hatte den Text 1915 geschrieben, als junger Soldat im Ersten Weltkrieg, in Gedanken an zwei Frauen, die er liebte, Lilli und Marleen. Lale Andersen bittet den befreundeten Komponisten Rudolf Zink um eine Vertonung und singt die Ballade 1937 erstmals im Simpel. Ich hatte eigentlich nicht großes Interesse, dieses Lied in einer anderen musikalischen Fassung zu singen. Probierte dann aber als Experiment aus, welche Fassung dem Publikum besser gefiel. Dieses ganz liedhafte, etwas melancholische von Rudolf Zink oder die Version von Norbert Schulze. Und Norbert Schulzes Version
entsprach wohl der damaligen Zeit mehr mit dem stumpfen Marschrhythmus und hatte den größeren Erfolg. Vor der Kaserne, vor dem großen Tor. Diese Version nimmt Lala Andersen 1939 bei Elektrola auf Schallplatte auf. Gerade mal 700 Stück werden verkauft. Dann gerät sie wieder in Vergessenheit. Bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen. Wie einst Lili Marleen. Der Krieg bricht aus. Für Lala Andersen beginnt die Zeit der Fronttourneen. Wie andere Künstler auch, tritt sie vor deutschen Soldaten auf. Sie singt harmlose Hafen- und Volksliedchen, passt sich an. 1941 überfallen die Deutschen Jugoslawien. In Belgrad wird ein deutscher Soldatensender gegründet. Da schlägt durch Zufall die Schicksalsstunde für Lale Andersen. Das fing an mit einer ganz einfachen Kiste, die im Keller eines Funkhauses, nämlich in Wien, stand. In dieser Kiste waren Schallplatten. Und die brauchten wir in Belgrad, denn wir mussten ja irgendein Programm machen. Es waren Platten, die man damals im sogenannten Großdeutschen Rundfunk nicht mehr so gern sendete. Und die Wiener Funkleute sagten, auch für die Belgrader ist das gut genug. Und da war also eine Platte drin, die uns recht gut gefiel. Wir haben sie uns angehört. Es führte dazu, dass sie fast jeden Tag im Programm erschien. Bis wir uns eines Tages sagten, das ist vielleicht doch ein bisschen viel, das können wir den Hörern nicht zumuten. Und wir setzten sie wieder ab. Und dann begann eine ganz merkwürdige Reaktion. Wir bekamen von überall her, aus ganz Europa, eine Masse von Briefen, Protestbriefen eigentlich. Da haben wir zum ersten Mal aus der Post gemerkt, wie weit wir gehört wurden. Das waren Briefe aus Nordnorwegen, aus Afrika, aus Russland. Und wir standen fassungslos davor, wo wurden wir gehört? Und was schrieben sie uns? Wo bleibt Lili Marleen? Allabendlich zum Sendeschluss kurz vor 10 wird das Lied zum Verbindungsglied zwischen der Heimat und der Front. Wir Frauen und Kinder und Mütter hatten wahrscheinlich das Gefühl, dass man die Soldaten hören, dass die Männer unsere Freunde an der Front und wir auch. Wollen wir uns da wiedersehen? Bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen. Doch auch die feindlichen Soldaten fischen das Lied aus dem Äther. Die Übertragungen aus Belgrad waren ausgesprochen gut und es war eine sehr eindringliche Melodie. Und manche Soldaten haben die deutschen Worte auswendig gelernt. Sie haben sie nicht verstanden, aber sie haben sie gesungen. Wir Soldaten haben manchmal aus Spaß Wir fahren gegen Engeland gesungen. Wir fanden das ganz lustig. Aber da war nichts Lustiges an Lili Marleen. Es war einfach ein schönes, liebliches Lied für Menschen, die im Krieg sind. Manchmal kam es herübergeweht von den vorderen deutschen Einheiten. Wir wollten, dass sie es lauter singen. Und der Krieg hörte auf für die Zeit, in der sie Lili Marleen sangen. During the time that they were singing Lili Marleen. Zum Mythos wird Lili Marleen an der Front in Nordafrika. Hier kämpft das deutsche Afrika-Korps gegen die 8. britische Armee. Monatelang treiben sie sich gegenseitig hunderte von Kilometern durch die gnadenlose Wüste. Die Wüste war der gemeinsame Feind. Es gab kurze Momente, in denen die Wüste ein sehr schöner Ort sein konnte. Doch meistens war es wie die Hölle auf Erden. In dieser Hölle verbindet Lili Marleen die Soldaten in ihren Ängsten und Sehnsüchten. Sind die Desert Rats unter General Montgomery und die Deutschen unter Wüstenfuchs Rommel nur Menschen, die auf verschiedenen Seiten stehen? Beide Seiten waren seit fast einem Jahr in dieser Wüste weit weg von ihren Familien. Wir hatten gerade eine Schlacht gekämpft und wussten, die nächste wird kommen. Es war eine Zeit großer Unsicherheit. Wir wussten nicht, ob wir nach Hause kommen und unsere Liebsten wiedersehen würden. Und irgendwie hatte dieses Lied eine solche Nostalgie an sich, dass es uns miteinander verbunden hat. Es ist unvergesslich. Selbst jetzt, wenn ich daran zurückdenke, bin ich sehr gerührt.
Lala Anderson ist weltberühmt. Sie bekommt waschkörbeweise Fanpost, adressiert an Lili Marleen, Sender Belgrad. Die Briefe erreichen sie in Berlin. Propagandaminister Goebbels hasst das Lied wegen seiner wehrkraftzersetzenden Wirkung. Und Lala Anderson überwirft sich mit dem Ministerialdirektor der Reichskulturkammer, Hans Hinkel. 1942 weigert sie sich auf einer Künstlerfahrt, das Warschauer Ghetto zu besuchen und versucht danach zu fliehen. Sie war in Italien auf Tournee und hatte gehofft, durch ihre Schweizer Kontakte in die Schweiz zu kommen. In der Schweiz hatte sie ihre Freunde, die haben sie mit offenen Armen aufgenommen. Und dann sind zwei Gestapo-Beamte reingekommen und gesagt, nee, Frau, Sie haben sich wohl im Zug geirrt. Würden Sie bitte mit uns mitkommen? Ihr Zug geht da drüben nach Berlin. Wir begleiten Sie nach Berlin. Und noch etwas wird ihr zum Verhängnis. Die Briefe, die sie immer noch an die Freunde in der Schweiz geschickt hatte. Im Oktober 1942 erhält Lala Anderson Auftrittsverbot. Lala Anderson darf nicht mehr künstlerisch tätig sein. Lala Anderson hat bekanntlich mit jüdischen Immigranten in der Schweiz, besonders mit dem berüchtigten ehemaligen Dramaturgen Samuel Hirschfeld, in fortlaufender Korrespondenz gestanden. Hirschfeld ist Volljude, Herr Liebermann ist Volljude. Und jetzt haben die natürlich gesagt, jetzt holen wir die Reichskulturkammer. Und dann wurde sie eingeladen, aufgefordert und wurde also niedergemacht, dass ich also das erste in meinem Leben Angst gehabt habe. Ich habe draußen gesessen in diesen riesen Türen, ist Wahnsinn. Ja. Und die haben geschrien, oder der Hinkel hat gebrüllt, wie am Spieß, sie niedergemacht bis dort hinaus, im dritten Kriegsjahr sich so zu benehmen. Und ich will ja diese Worte gar nicht sagen. Ich habe ja auch als Kind noch gar nicht verstanden. Und hat mich total fertig gemacht. Lala Anderson wird unter Hausarrest gestellt. Man droht ihr, sie ins KZ zu bringen. In ihrer Verzweiflung will sie mit einer Überdosis Schlaftabletten Selbstmord begehen. Da hat sie Phanodorm gefressen. Da hat sie 40 Tabletten Phanodorm gefressen. Gefressen muss man bald sagen, nicht gegessen, geschluckt. Aber auf nüchternem Magen. Und das hat der Magen Gott sei Dank nicht angenommen. Sie wurde gerettet von ihrer Haushälterin und war vollständig mittellos, hat also Monate keine Einkünfte gehabt, keine Möglichkeiten zum Auftritt. Alle Agenturen waren ja gleichgeschaltet. Wer sollte ihr eine Möglichkeit geben, dass sie an anderen Orten, die eben nichts mit dem Nationalsozialismus verquickt war, die gab es eben überhaupt gar nicht. Und da ist sie in großer finanzieller Not gewesen. Da ist auch der Gerichtsvollzieher bei ihr gewesen. Schlaflose Nacht. Man liegt und wacht, man träumt mit offenen Augen. Sie stellt Anträge, wieder auftreten zu dürfen. Im Mai 1943 erhält sie, trotz ihres unwürdigen Verhaltens als deutsche Künstlerin, die Genehmigung, in privaten Varietés aufzutreten. Unter der Bedingung, nie wieder das Lied Lili Marleen zu singen. Bei jedem Auftritt wurde das Lied verlangt und sie hat es nicht gesungen, beziehungsweise durfte es nicht mehr singen. Und dann kam ja diese auch inzwischen bekannte Geschichte, dass sie einfach nur gesagt hat, also ich habe das für euch so oft gesungen, das stimmt, das habe ich selbst erlebt, so oft gesungen, jetzt singt ihr es mal für mich. Bomben fallen auf Deutschland. Private Auftrittsmöglichkeiten zu organisieren wird unmöglich. Straßen und Bahnhöfe sind verwüstet, Lebensmittel knapp. Vor der totalen Zerstörung Berlins flieht sie mit dem jüngsten Sohn Michael, den sie aus dem Heim zu sich geholt hat, auf die Nordseeinsel Langeoog. Ein alter Freund aus Tourneetagen, den es auf die ostfriesische Insel verschlagen hatte, schrieb Lale nach Berlin und bot ihr Unterkunft auf der Insel, die zu ihrer zweiten Heimat wird. Hier erlebt Lala Anderson mit ihrem Sohn Michael das Kriegsende. Es sind kanadische Soldaten, die Langeoog befreien. Der Krieg ist vorbei. Aber Lili Marleen ist unsterblich. Und selbst den kanadischen Besatzern ein Begriff. Sie können ihr Glück kaum fassen, sie ausgerechnet hier auf dieser kleinen Insel anzutreffen. Sohn Michael hat überall, wo er konnte, beim Einkaufen und auf der Straße, erzählt, dass er der Sohn der Real Lili Marleen ist. Und dann ist das einem kanadischen Offizier zu Ohren gekommen. Und der wollte der Sache nachgehen und der wollte es nicht glauben. Aber
So ist es dann gewesen und Lale Andersen hat ihren ersten Auftritt vor kanadischen und deutschen verwundeten Soldaten auf Langerhoek gehabt. Sein Lächeln ist jung und schenkt mir Mut. Der Druck deiner Hand tut mir so gut. Vielleicht kommt das Glück noch einmal zurück und klopft bei mir an und bringt mir den Mann, den ich nicht vergessen kann. Sie hat Sehnsucht nach dem Mann, der vor dem Krieg ihre große Liebe war. 10 Jahre liegen dazwischen. Der Briefwechsel mit Rolf Liebermann hatte sie fast das Leben gekostet. Wie wird es sein, das Wiedersehen? Wir trafen uns in Lindau am Bodensee. Ich kam mit dem Schiff über den Bodensee. Und da war alles wie wenn wir uns nie gekannt hätten. Es war vorbei. Es war, die Jahre haben uns alles getötet und wir haben uns wie Fremde, wir wussten gar nicht, was wir miteinander reden sollten. Dann weiß man nicht, was man sagen soll, und man findet alles so banal. Eine lebenslange Freundschaft wird bleiben. Lale Andersen blickt wieder nach vorn. In der Hamburger Musikhalle richten die Briten ihren Soldatensender BFN ein und übertragen bereits im Sommer 1945 die ersten Live-Konzerte. Sie laden ihre Lili Marleen ein. Der Auftritt, den sie an dem Samstag in der Musikhalle hatte, das Orchester unter der Leitung von Mila Karac spielte die Melodie von Lili Marleen. Und ich dachte, wenn das Publikum nicht aufhört zu applaudieren, wird die Sendung vorbei sein. Sie wird keine Zeit mehr haben, etwas zu singen. That was the sort of reaction that this artist received. When she came to BFN Hamburg. Als sie im August 1945 zu BFN nach Hamburg kam, war es ein ziemliches Ereignis für die BFN-Mitglieder. Und als sie sich ins Gästebuch eintrug, war es etwas Kostbares. It was something which was treasured. She wrote about it was lovely to be able to sing. Sie schrieb, dass sie glücklich sei, wieder in der Atmosphäre einer freien Welt singen zu dürfen. Und das traf den Kern, für uns alle. Vor allem aber für diese entzückende Frau. Und ihr Ruhm wuchs. Dass sie tatsächlich für uns sang, war einfach großartig. Und ich weiß, dass es einen großen Einfluss auf ihr Leben hatte. Wir wollten nicht über Politik reden, davon hatten wir genug in Kriegszeiten. Ich sagte, ich hoffe, wir haben begonnen, die Wunden des Krieges zu heilen. Sprache ist eine Barriere, Musik nicht, darum fühlte ich mich so geehrt, mit ihr zu arbeiten. In Deutschland finden internationale Veteranentreffen statt. Soldaten aller Nationalitäten möchten endlich die Frau persönlich sehen, deren Stimme sie jeden Abend gelauscht hatten. Sie wird zu einer Ikone der Völkerverständigung nach dem Krieg. 1956 tritt sie vor 16.000 Veteranen des Afrikakrieges in Düsseldorf auf. Der ganze Abend war auf die Lale Andersen abgestellt. Um 10 Uhr trat nach dem Signal, dem Trompetensignal, trat die Lale aus der Mitte auf die Bühne mit einem Riesenbeifall begleitet. Und dann hat sie das Lili Marleen-Lied gesungen, 4 Strophen. Und dann hat sie gesagt, so, und jetzt singen wir alle die erste Strophe in allen den Nationalsprachen, wie das so jetzt sich gibt. Und da haben 16.000 Lanzer haben das Lied so dröhnend gesungen. Die kannten alle die erste Strophe in Französisch und in Englisch und in Deutsch. Und das war also ein unheimliches Erlebnis. Devant la caserne, quand le jour s'enfuit, la vieille lanterne soudain s'allume et lui. Das Lied wird ein Welthit. In 60 Sprachen übersetzt, von 200 Interpreten gesungen.
Als The Original Singer of Lily Marlene wird Lala Anderson ins Ausland eingeladen. Die internationale Presse berichtet über den unsterblichen Mythos dieses Liedes und seine Originalinterpretin. In den Nachkriegsjahren liegt die deutsche Schallplattenindustrie am Boden. Platten aufnehmen können deutsche Künstler vor allem in der Schweiz. Auch Lala Anderson will ihrer Karriere neuen Schwung geben. Und macht in Zürich wieder eine Begegnung, die ihr Schicksal zum Guten wendet. In dem noch unbekannten Komponisten Arthur Beuel findet sie das passende Pendant für ihre Pläne und einen Seelenverwandten. Eines Tages ruft mich der Direktor von der Schallplatte an und sagte, ich habe da die Lily Marlene, die Lala Anderson, aber sie kann sich kein Hotel leisten. Können Sie sie nicht im Haus vielleicht für ein paar Tage aufnehmen? Ich habe sie dann aufgenommen und aus diesen paar Tagen wurden dann 24 Jahre. Sie heiraten 1949. Lala Anderson hat damit die Schweizer Staatsbürgerschaft und einen Mann und Komponisten, der ihr erfolgreiche Schlager schreibt, die nach Jahren der Entbehrungen auch finanziellen Aufschwung versprechen. Lala hat jetzt endlich mal Zugriffsrechte auf ihre gesperrten Lizenzen. Das muss man ganz ehrlich sagen, das ist, was soll man da irgendeinen Schmucks erzählen? Und der Beuel hat natürlich eine Interpretin gefunden, denn sie hat ja auch komponiert, Fischer von Langeoog, ich weiß jetzt die ganze Latte von Liedern, die Lala auch dann gesungen hat, die ihm also auch ganz schön geholfen haben, Tantiemen einzukassieren. Ja, und das war irgendwie, und dadurch hatte sie jetzt einen Schweizer Pass. Das ist bekannt, das war eine Zweckehe oder im Sprachgebrauch der Schweizer Ausländerbehörde eine Scheinehe. Die sind beide eingegangen zum gegenseitigen Nutzen. Wir haben sicher eine bessere Ehe geführt als viele Junge, die im Moment haushoch verliebt waren und dann später sich nicht mehr verstanden haben. Das war eine richtige Freundschaftsehe. Es war keine Scheinehe, wie es oft gesagt wurde, sondern wir haben uns wirklich gern gehabt. Doch lange hält es Lala Anderson auch hier nicht. Ihre Unruhe und ihr Ehrgeiz treiben sie wieder von Auftritt zu Auftritt. Der ferne Ehemann in der Schweiz, dem sie nur Kurzbesuche abstattet, muss sie wieder ziehen lassen und schreibt ihr sehnsüchtige Briefe und schnulzenhafte Lieder. Lala Anderson wird bis zu ihrem Tod mit Arthur Beuel formal verheiratet und ehrlich befreundet bleiben. Ich habe ihr geschrieben, sie soll doch heimkommen noch und schauen, wie der Garten blüht, alles blüht, die Rosen. Da schickt sie mir den Brief zurück und sagt, mach aus diesem Brief ein Lied. Liebe Lale, in unserem Garten blühen Rosen, in Gelb und Rosa und in Weiß. Es ist ein Sommer wie vor Jahren. Die Tage sind so lang und heiß. Hey, hast du Feuer, Seemann? Zünd mir eine Zigarette an. Auch die Fernwehlieder passen wieder in die Zeit. Während die Menschen noch darben, bedienen die Schlager die Sehnsucht nach Capri, Rio und Hawaii. Wenn die Fischer von Lando. Lala Anderson hat Erfolg mit Seemanns Liedern und Millionen Verehrer. Langeoog wird zu ihrem Rückzugsort. Im redgedeckten Sonnenhof, ihrem Domizil, das als Ferienpension von ihrer Haushälterin geführt wird, verbringt sie die Sommer. Glückliche Wiederkehr. Jedes Mal, wenn sie ankam, allein die Strahlen, was dann ausging, dass sie einmal auf die Insel kam und hier zu Hause war, dass Klärchen, also Frau Bonas, sie betreuen konnte, dann in die Arme gefallen und sagte, Lale, ich habe das gemacht, ich habe Butterkuchen gemacht, das und das. Das hat sie ja nie gekannt vorher. Sie hat viel geschlafen, obwohl sie eine Frühaufsteherin war. Sie kriegte morgens um 7 schon ihr Frühstück ans Bett. Und wenn die Sonne schien, dann husch, husch in die Sonne. Sie ging hier in ihren grünen Parka und Kopftuch um. Ungeschminkt ging die hier in den Ort. Also sie sagt, ich bin immer froh, dass ich hier Mensch sein kann. Ein Schiff wird kommen und das bringt mir den Ei. Mit diesem Schlager gelingt ihr 1959 noch einmal ein Riesenhit.
Lala Andersen, die ihr Künstlerleben als ambitionierte Brecht-Interpretin begann, ahnt, dass sie an jene Zeiten nicht mehr anknüpfen kann. Aber der Erfolg gibt ihr materielle Sicherheit. Auf Langeoog findet sie Ruhe und endlich mal Zeit für die inzwischen erwachsenen Kinder, die ihre Mutter nur als Star aus der Ferne kennen. Give me a puff from this cigarette. Bei den Insulanern ist sie beliebt für ihre Herzenswärme und Natürlichkeit. Look through our window at the harbor lights and the little bar across the water. Das war eigentlich die Person, die ich zum ersten Mal gesehen habe im Dorf, hier in Langeoog. Und das war einfach die Person Lala Andersen. Die war so beeindruckend und so interessant, so einmalig in ihrer Art. Es war der Hingucker, wie man heute so schön sagt. Fernweh, mein Herz hat Fernweh. Tourneen führen Lala Andersen noch einmal durch die ganze Welt. Sie wird von Hollywood-Fotografen porträtiert, von Adenauer geehrt und trifft Marlene Dietrich, die andere Lili Marlene. Doch im Grunde ihrer Seele ist sie die kühle Blonde von der Waterkant geblieben. Mit Disziplin hat sie sich ihren Weg als Künstlerin erkämpft. Selbstmitleid ist ihr fremd. Dass sie an einer schweren Leberkrankheit leidet, verheimlicht sie lange. Ich weiß, dass sie nachher nicht mehr so oft auf Langeoog war. Dass, wenn es schlimmer wurde, dass sie schnell ins nächste Krankenhaus kommen konnte. Immer öfter fehlt ihr die Kraft für das Leben im Showbusiness. Schweren Herzens entschließt sie sich 1966 zu einer letzten Tournee, die fast ein Jahr durch Deutschland führt. Bewusst will sie sich von ihrem Publikum verabschieden. Es gab einige Angebote, die sie dann wegen der Krankheit absagen musste natürlich. Was ihr aber sehr leid getan hat und ihre Verehrer, die dann geschrieben haben, Lale, was ist los und so weiter. Und die auch die Fernsehsender bombardiert haben mit Anrufen, was ist mit Lala Andersen. Im Programm war sie ausgedruckt, sie ist nicht gekommen. Das war natürlich dann schon hart für sie. Goodbye, Memories, goodbye. Wart ihr bis heute? In ihrem Programm lässt sie die Stationen ihres Lebens noch einmal Revue passieren. Trugt mich durch Krieg und Not und dunkle Stunden. Mein Leben ist und bleibt nun mal mit euch verbunden. Sie hat die Krankheit ignoriert, sie hat die Krankheit verdrängt, außer die Krankheit zwang sie wirklich ins Bett. Wenn das nicht der Fall war, hat sie sich nicht geschont. Ich danke dem Sender Belgrad für Lili Marlene, auch Hans Leib danke ich und Norbert Schulze. Und meinen Produzenten für ihre Ideen und für manche ergreifende Schnulze. Das Singen ist ja überhaupt, ich meine, jetzt drehe ich mal zurück einige Jahre, für einen jungen Menschen das Schönste, was er tun kann und was er wahrscheinlich auch am liebsten tut, nicht? Und das noch beruflich tun zu dürfen, davon leben zu können, dass man in der Welt herumfährt und singt und mit seinen Liedern Menschen Freude macht, ist etwas so Schönes. Ich glaube nicht, dass ich, wenn ich noch einmal die Wahl hätte, etwas anders tun würde. Dann danke ich noch Ihnen für rührende Treue bis heute, denn schon morgen gefällt Ihnen eine neue. Das muss wohl so sein. Doch der Abschied ist noch nicht endgültig. Ich war damals vor 3 Jahren sehr krank. Ich hatte eine Leberinfektion. Sie wissen vielleicht von Edelhagen und von den Kesslers, ja, dass man fast daran zweifelt, dass man wieder so weit gesund wird, um dieses sehr, sehr schwierige Leben im Showbusiness durchzuhalten. Und aus dieser Überzeugung heraus habe ich dann auch eine Abschiedstournee gemacht und war natürlich sehr glücklich, dass es nachher doch so aussah, dass also die Kräfte kamen und ich weiter singen konnte. Alter und Krankheit hinterlassen ihre Spuren. Für Auftritte vor der Kamera stellt sie besondere Anforderungen. Ich habe mir nie Gedanken gemacht darüber, wie alt Lala Andersen ist. Sie hat mir eben wegen ihrer Falten gefallen. Und kurios ist, dass alle Maskenbildner in Deutschland einen Horror davor hatten, Lala Andersen bearbeiten zu müssen. Denn sie selbst legte den größten Wert darauf, keine Falte im Gesicht zu haben. Und manchmal hört er, reißt ein Sturm die Masten hin und her.
Immer öfter braucht Lale Andersen Blutinfusionen, um am Leben zu bleiben. Geh nicht zurück aufs Meer. Als ich ins Krankenhaus kam in Starnberg, wo sie also ihre Blutkonserven hatte, sagte sie, gib mir mal deine Hand. Da sagte, was ist meine Hand? Die ist nicht gewaschen. Da sagte, ich will erst die Hand lesen. Also jetzt hörst du bloß auf, jetzt fängst du doch an die Hand mit so spöken Kickerei. Ja. Doch, sagst du, pass auf, ich zeig dir das mal. Bei Dudelstein, also, du überlebst uns alle, hat mir auch schon mal jemand gesagt. Aber meine Lebenslinie endet jetzt hier und da bin ich jetzt bei dem Punkt. Das war ein halbes Jahr, bevor sie gestorben ist. Gegen den Tod an schreibt Lale Andersen ihre Lebensgeschichte auf. Sie schafft es noch in ihrer Geburtsstadt Bremerhaven, ihren autobiografischen Roman mit dem Titel »Der Himmel hat viele Farben« vorzustellen. Gewidmet hat sie ihn Rolf Liebermann. Trotz der schweren Krankheit will sie 1972 auf Lesetournee gehen. Dass ihr Buch ein Bestseller wird, wird sie nicht mehr erleben. Dann kam sie nach München und sagte zu mir, sie geht dann nach Wien, um das Buch vorzustellen. Da sage ich, hast du deine Bluttransfusion gemacht? Ich brauche keine Bluttransfusion, ich weiß 4 Wochen auf Langeoog. Ja, 3 Tage später war sie tot. Und ich habe gesagt, hoffentlich ist das nicht das letzte Mal, dass wir uns gesprochen haben. Das war das letzte Mal. Über die stillen Straten geht klar die Glocken schlagen. Dieses plattdeutsche Lied hat sie sich zu ihrer Beerdigung gewünscht. Auch den Grabstein und die Inschrift hatte sie sich selbst ausgesucht. Schlicht Lale Andersen, keine Lebensdaten. Sie wollte zeit- und alterslos bleiben. Sie wird nach Langeoog überführt und auf dem Dünenfriedhof ihrer geliebten Insel beigesetzt. Keinesfalls, auch das hatte sie verfügt, sollte bei der Zeremonie ihr Schicksalslied erklingen. Aber dem konnte sie selbst im Tod nicht entkommen. Es gehörte zu ihr wie ihr Schatten. Lale Andersen, die wahre Lili Marleen. Wie ist das Mikro denn? Singen wir doch mal irgend ein bisschen an, nicht? Ja, was machen wir denn? Na, Lili bleibt uns doch bestimmt nicht erspart. Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen.